Jetzt hören Sie die Essenz aus den Seminaren von Tepperwein über Selbstbewusstsein und Lebensvision. Ihnen wird auf diesen beiden CDs aufgezeigt, wie es möglich ist, ein märchenhaftes Leben zu führen und den freudigen, den königlichen Weg zu gehen. Voraussetzung dafür ist, dass wir uns wieder an uns selbst erinnern und zu unserer wahren Größe erwachsen. So verzaubern wir täglich unser Leben mit Selbstvertrauen und gelangen vom Lebenstraum zu einem traumhaften Leben. Selbstbewusstsein. Wenn wir gesund und erfolgreich sind und die Liebe als unser wahres Wesen erkannt haben, dann sind wir zu Bewusstsein gekommen. Dann erkennen wir, nichts in diesem Universum geschieht zufällig. Und so sind auch Sie natürlich nicht zufällig hier, sondern weil es Zeit ist, ganz zu erwachen, hervorzutreten und zu leben im Sein. Selbstbewusstsein, was heißt das? Schauen wir uns das einmal an, das ist eine ganze Lebensphilosophie. Das ist eigentlich der Fahrplan, das Inhaltsverzeichnis, die Schritte. Das enthält alles, was zu tun ist. Beginnen wir mit dem Selbst. Das bedeutet also, ich selbst zu sein. Aber was bedeutet ich selbst? Der, der ich wirklich bin. Das heißt, beinhaltet, alle Identifikationen loszulassen. Und um sie loslassen zu können, muss ich sie natürlich zuerst erkennen. Das heißt also, in diesem Wort, in diesem ersten Wort des heutigen Themas steckt schon so viel drin, dass mehr als Sie in einer Inkarnation erfahren können. Wir sind auf dem Weg zu entdecken, zu erleben, wer ist das, zu dem ich sage. Das nächste Wort ist bewusst. Was bedeutet das? Selbstbewusst. Das heißt, ich sollte mir dieses Selbstes bewusst werden, meiner eigenen Existenz. Und bewusst werden heißt nicht etwas darüber lernen und wissen, sondern nur praktische Erfahrung. Was erlebe ich ganz bewusst von diesem Selbst? Und um das bewusst zu erleben, sollte ich eben bewusst sein. Machen wir das auch wieder praktisch. Seien Sie einmal ganz bewusst da, wo Sie sind. In Ihrem Körper, auf Ihrem Stuhl, in diesem Raum, in dieser Gruppe. Und zwar nicht das Denken, sondern erfahren Sie sich hier ganz bewusst und seien Sie einmal ganz präsent, ganz da. Geistesgegenwärtig. Und da kommt ganz automatisch Achtsamkeit. Bewusstsein heißt auch achtsam sein. Das heißt, im Gegensatz zur Aufmerksamkeit, nicht auf etwas Bestimmtes richten sein Bewusstsein, sondern rundum bewusst zu sein, in der Rundumwahrnehmung. Sehen Sie sich einmal als Mittelpunkt des Universums und alles andere geschieht um Sie herum. Diese Gruppe, das, was gesagt wird. Und jetzt bleiben Sie einmal bewusst, während wir durch den heutigen Tag gehen. Seien Sie einfach präsent und ganz da und nehmen Sie einfach nur wahr. Erleben Sie, was geschieht. Und das letzte Wort ist Sein, selbstbewusst
sein? Was bedeutet es, zu sein? Wie ist Sein erfahrbar? Nun, irgendwie spüren sie ja, dass es sie gibt. Sie erleben ja ihre Existenz. Was könnte man sagen? Wie kann man seine Existenz erfahren? Wie fühlt sich das an oder wie nehmen Sie das wahr? Über das Gefühl. Über das Gefühl. Also ich fühle mich. Über die Atmung. Über die Atmung, also über das Geschehen. Ein Aspekt des Lebens ist die Atmung. Über dieses Geschehen erfahre ich, erlebe ich meine Existenz. Der häufigste Weg ist nicht genannt worden. Ich weiß mich. Ja? Ich nehme mich ja auch mit dem Verstand wahr. Haben wir noch irgendeine Möglichkeit, unsere Existenz zu erleben? Ich denke. Ich denke. Das hat Descartes gesagt. Ich denke, also bin ich. Und ein anderer hat gesagt, ich denke, also bin ich hier falsch. Also ich habe vielfältige Möglichkeiten wahrzunehmen, dass es mich gibt. Und das ist ein erster Schritt auf dem Wege zum Selbstbewusstsein, dass ich einmal anfange, mich ganz bewusst zu erleben. Und mir dann auch immer klarer werde, zu wem sage ich? Wen meine ich, wenn ich sage? Und ich kann ja nur ich sagen, ich sollte nur ich sagen, zu dem, der ich wirklich bin. Also kann ich nicht ich sagen zu meiner Persönlichkeit. Denn ich habe eine Persönlichkeit, das bin ich nicht. Ich kann auch nicht ich sagen zu meinem Verstand. Denn ich habe einen Verstand. Ich kann auch nicht ich sagen zu meinem Körper. Denn ich habe einen Körper. Also ist da jemand, der diesen Körper hat, zu dem ich sage? Und dann werden Sie erkennen, alles, was ich benennen kann, Unterbewusstsein, Gefühl, Gedanken, Erfahrung, Name, alles, was ich benennen kann, bin ich nicht. Schließen Sie das einmal aus. Alles, was Sie sagen könnten, sind Sie schon mal nicht. Das Einzige, was Sie über sich sagen können, ist, ich bin. Mich gibt es. Und jetzt können Sie das ganz bewusst erfahren. Und das wäre der Anfang, dass Sie hier sich selbst bewusst erleben und einfach dabei bleiben. Wir alle sind auf dem Weg zu uns selbst, zu der Wiedervereinigung mit sich selbst. Aber auf diesem Weg zu sich selbst, zu uns selbst, haben wir uns selbst aus den Augen verloren. Wir haben angefangen, uns mit einem Ich zu identifizieren, das wir ganz sicher nicht sind. Das Ziel der Evolution aber ist es, zu sich selbst zu erwachen und zu leben als der, der ich wirklich bin. Das ist der Beginn des eigentlichen Lebens, so wie wir von der Schöpfung gemeint sind. Das heißt, wir können sagen, bis zu einem gewissen Punkt existieren wir. Von einem Moment zum anderen werden wir bewusst. Und dann beginnt das eigentliche Leben, das bewusste Sein, selbst bewusst zu sein. Und auf diesem Weg machen wir irgendwann einmal den endgültigen Schritt vom Opfer zum bewussten Schöpfer. Also machen wir auch das gleich wieder praktisch und prüfen, habe ich diesen Schritt vollzogen? Oder bin ich noch irgendwo Opfer? Zum Beispiel, reagiere ich noch irgendwo? Und da werden die meisten sagen müssen, ja nicht nur irgendwo, ich reagiere noch ziemlich heftig. Also man kann mich noch ärgern, ja, beleidigen, kränken, verletzen. Manchmal bin ich aggressiv, manchmal reagiere ich einfach nur, indem ich gut gelaunt bin oder schlecht gelaunt bin. Also ich merke, ich reagiere noch, ich bin noch ziemlich viel Opfer. Ich habe diesen Schritt also noch gar nicht vollzogen.
vom Opfer zum bewussten Schöpfer. Und prüfen Sie einmal, ob Sie bereit sind. Ob Sie bereit sind, hier einfach aufzuhören, zu reagieren. Und vielleicht sagen Sie, ja, aber das ist ja unmenschlich. Genau. Genau das ist es. Ja. Fangen Sie an, unmenschlich zu sein. Aber natürlich nicht in der negativen Bedeutung des Wortes, sondern hören Sie auf, sich zu identifizieren mit einem Menschen. Sie sind keiner. Sie waren nie einer. Sie treten als Mensch in Erscheinung. Das ist was anderes. Aber Sie sind Bewusstsein. Und das ist Selbstbewusstsein, indem ich mir dessen nicht nur bewusst werde. Ich bin gar kein Mensch. Ich trete nur als Mensch in Erscheinung. Und dadurch nehme ich mich wahr als Bewusstsein. Damit fange ich an zu leben als Bewusstsein. Aber das ist nur der halbe Schritt. Dann lasse ich das Opfer nach und nach los. Der zweite Teil des Schrittes ist es, zum bewussten Schöpfer aller Lebensumstände zu werden. Das heißt, fangen Sie an, ganz bewusst Ihr Leben zu führen. Wenn ich mein Leben führen will, brauche ich ein Ziel. Ich muss es ja wohin führen. Und dann stelle ich fest, ich habe gar keins. Die meisten Menschen haben gar kein Ziel. Also muss ich mir zuerst einmal klar werden, mir bewusst machen, wo soll das denn hinführen? Ich lebe ja andauernd, aber wo führt das hin? Soll das dahin führen, wo es hinführt? Dann könnte ich anfangen, ganz bewusst mein Leben zu führen und alle Lebensumstände bewusst zu bestimmen. Das heißt zunächst einmal, die Verantwortung zu übernehmen für mein Leben. Da ist nicht mein Partner schuld oder die Eltern, die mich schlecht erzogen haben, oder die Lehrer oder der Chef oder die Gesellschaft oder die Politiker oder die Nachbarn oder irgendwer, sondern ich bin verantwortlich für mein Leben. Mein Leben ist die Summe der Ursachen, die ich bis jetzt gesetzt habe. Und einen Großteil dieser Ursachen habe ich unbewusst gesetzt. Und das wäre die Chance des heutigen Tages. Jetzt fange ich an, ganz bewusst Ursachen zu setzen. Prüfen Sie einmal, ob Sie bereit sind, auf diesem Weg der Bewusstwerdung all diese Dinge zu lassen, an sich zu arbeiten, vorwärts zu kommen, sich zu bemühen, sich zu verwirklichen, sich zu entwickeln. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Spiel. Das alles ist völlig unnötig. Sie, der Sie wirklich sind, braucht nicht entwickelt werden, der ist. Und der, von dem Sie sich einbilden, das zu sein, das Ich, ist sowieso eine Illusion, eine Seifenblase. Wenn Sie diesen Körper verlassen, platzt die Seifenblase. Ob die ein bisschen anders schillert, es bleibt immer eine Seifenblase. An der können Sie nichts arbeiten. Also sparen Sie sich diese ganze Mühe. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie das Spiel. Machen Sie sich bewusst, auch ein Schritt zu Bewusstsein, in diesem Spiel des Lebens können Sie nur gewinnen. Aber Sie bestimmen, was Sie gewinnen wollen und wie Sie gewinnen wollen. Also, was wollen Sie denn? Machen Sie sich das einfach für sich bewusst. Legen Sie das Ziel fest. Und dann haben wir gesagt, bewusster Schöpfer aller Lebensumstände. Gibt es da möglicherweise einen Lebensumstand, von dem Sie sagen, ja, den kann ich noch nicht so gut bestimmen? Gibt es da irgendwo Schwierigkeiten, wenn wir einfach sagen, wir bestimmen alle Lebensumstände selbst? Wirkliche Toleranz nach dem anderen gegenüber. Wir werden heute noch darüber sprechen. Toleranz ist eine Scheintugend, die können wir nicht gebrauchen. Die sollten wir loslassen. Intoleranz natürlich erst recht. Das ist der negative Teil. Die Voraussetzung ist immer, dass ich jemanden verurteile.
Um ihn zu verurteilen, muss ich ihn erst bewerten. Ja? Ich finde irgendwas am anderen nicht gut. Und dann benutze ich meine Toleranz zu sagen, na ja, also meinetwegen, obwohl es fällt mir noch schwer, manchmal bin ich noch intolerant. Aber egal ob tolerant oder intolerant, ich sollte die Ursache beseitigen und die Ursache ist das Beurteilen. Wenn ich die anderen als Teil des höchsten Bewusstseins erkenne, sind die nicht zu verändern? Sind die alle richtig? Ja? Gibt es nichts zu beurteilen? Habe ich keine Verwendung für Intoleranz, für Toleranz auch nicht, sondern der ist halt so, der macht die Erfahrung, der macht die Erfahrung und ich habe die Freiheit, die Erfahrung zu machen. Und wenn mir eine Erfahrung nicht gefällt, die ein anderer macht, kann ich ja weggehen. Ich muss ja nicht dabei sein. Ja? Machen wir uns also auch die Freiheit bewusst, die wir haben. Niemand kann unsere Freiheit beeinträchtigen. Spüren Sie einmal Ihre absolute Freiheit. Sie können nicht frei werden. Freiheit ist kein Ziel. Sie sind die ganze Zeit frei. Und Freiheit hat allerdings mehrere Gesichter. Der erste Grad der Freiheit ist, wir wollen frei sein von etwas. Also, wenn ich jung bin, dann will ich frei sein von der Bevormundung durch die Eltern, zum Beispiel. Ja? Und wenn ich dann Angestellter bin, dann mache ich mich selbstständig, um frei zu sein von den Vorschriften, die ich gemacht kriege, damit ich selber bestimmen kann. Zu Freiheit braucht man Mut. Viel Mut. Ja? Prüfen Sie, ob Sie so mutig sind, frei sein zu wollen. Das ist ein Schritt zum Selbstbewusstsein. Es braucht einfach Mut. Aber seien Sie wenigstens schon einmal so frei, wie Sie mutig sind, wie Sie sich trauen. Auf jeden Fall kennen Sie jetzt den Weg. Der erste Schritt, die erste Etappe ist, frei zu werden von allem, was mich beengt. Und nur ich kann mich befreien. Und dann kann ich frei werden für das, was ich schon immer mal tun wollte. Ja. Und das begleitet uns ein Leben lang, diese Ausrede. Wenn zum Beispiel schon bevor ein Kind in den Kindergarten kommt, hat es ein Ziel und sagt, wenn ich erst mal 4 bin und in den Kindergarten darf, dann bin ich glücklich, dann sind da ganz liebe Tanten und viele nette Kinder und ganz viele Spielsachen und dann bin ich im Paradies, dann ist es wunderschön. Und dann wird es 4 und kommt in den Kindergarten und dann sind die Tanten vielleicht nicht ganz so lieb und die anderen Kinder, die wollen immer gerade das haben, was ich auch will und dann gibt es nur Streit wegen der Spielsachen und dann sage ich, wenn ich groß bin, dann gehe ich in die Schule, dann bin ich glücklich. Und irgendwann komme ich in die Schule. Und nach ein paar Jahren denke ich, wenn ich erstmal die olle Penne hinter mir habe, dann bin ich glücklich. Ja, weil da muss ich immer und Erdkunde mag ich nicht und Mathe mag ich nicht und da schreiben wir wieder eine Arbeit und das habe ich nicht gerne und so. Und dann kommen sie endlich ist die Schule vorbei und jetzt stehen sie vor der Frage Lehre oder Studium. Also gut, wenn ich erstmal die Lehre ist auch kein Honiglecken und Studium, da muss man sich schon mal ranhalten. Also da hat man nicht viel Zeit zum Glücklichsein. Jetzt, wenn ich mal diese Ausbildung hinter mir habe, dann bin ich glücklich. Endlich habe ich die hinter mir, dann sage ich ja, gut, jetzt stehe ich natürlich ganz am Anfang, jetzt muss ich ja erstmal Tritt fassen im Berufsleben. Also wenn ich da erstmal Erfolg habe, dann bin ich glücklich. Und nach ein paar Jahren habe ich Erfolg und dann denke ich, wenn ich jetzt noch den richtigen Partner habe, mit dem ich diesen Erfolg teilen kann, ja, dann bin ich glücklich. Und dann finde ich den richtigen Partner und dann denke ich, ja gut, das ist sehr schön, aber wenn wir jetzt noch ein Kind hätten, etwas, das aus uns kommt, das uns verbindet, ja, dieses Abenteuer, dieses Erlebnis, diese Einheit zu dritt, dann bin ich glücklich. Dann kommt das Kind und noch eins, ja, und sie denken, ja gut, jetzt muss man erstmal aufpassen, dass die Kinder was Ordentliches werden, ja, muss denen helfen, dass die und so weiter. Dann denken wir, also wenn erstmal die Kinder aus dem Haus sind, ja, ja gut, dass man mal an sich selber denken kann, ja, dann bin ich glücklich.
Und nach ein paar Jahren sind dann auch die Kinder aus dem Haus. Und dann schaut man sich an, weil man noch immer nicht glücklich ist, sagt ja, wenn wir jetzt noch das Haus abbezahlt haben, dass man mal keine Verpflichtungen mehr hat, ja, dass man einfach frei ist, dann bin ich glücklich. Und nach ein paar Jahren ist auch das Haus abbezahlt. Glücklich bin ich immer noch nicht, nur alt. Das Leben ist fast vorbei. Ja? Das heißt, ich habe das immer vor mir hergeschoben. Ich habe das immer an eine Bedingung geknüpft. Und wenn die Bedingung erfüllt war und ich gesehen habe, na ja gut, so arg glücklich bin ich immer noch nicht, dann muss ich eine neue Bedingung erfinden. Die Konsequenz daraus, hören Sie auf, irgendwelche Bedingungen zu erfinden, wann Sie anfangen, glücklich zu sein oder sich zu freuen. Machen Sie das nicht abhängig von irgendetwas, auf das Sie reagieren könnten mit Freude. Weil oft passiert eine Weile nichts Angenehmes und dann können Sie sich nicht freuen. Fangen Sie doch einmal jetzt hier an, sich zu freuen. Zum Beispiel daran, dass Sie leben. Machen Sie sich einmal bewusst, dass es etwas ganz Besonderes ist, eine besondere Chance, als Mensch geboren zu werden. Nutzen Sie diese Chance. Als Kind, wenn ich als Kind bin und nicht sehr glücklich bin im Kindergarten oder in der Schule, kann ich gar nicht. Der Kindergarten ist nicht das, was stört. Ihr Widerstand dagegen ist das, was stört. Das ist es. Wir müssen die Wirklichkeit hinter dem Schein erkennen. Die Schule stört überhaupt nicht. Die Schule ist einfach nur eine Schule. Manche genießen sie, manche sagen, na ja gut, akzeptieren sie einfach. Und andere reiben sich daran. Aber das ist meine Entscheidung. Wenn ich heute noch mal zur Schule gehen könnte, habe ich damals auch nicht gewusst, ja, dann würde ich jeden Tag genießen. Ich würde natürlich auch jede 5 in Mathe genießen, wenn sie kommen, weil es ist ja ohne jede Bedeutung. Ich habe meinem Kind gesagt, du kannst ruhig schlechte Noten haben. Du musst überhaupt nichts davon lernen. Das ist ganz unwichtig. Aber, habe ich ihm gesagt, du trägst natürlich die Folgen. Das heißt, wenn du mehrere schlechte Noten hast, wirst du nicht versetzt. Und wenn du nicht versetzt bist, kommst du in die niedere Klasse. Und dann bist du plötzlich mit Kindern zusammen und du bist nicht mehr mit deinen Freundinnen zusammen. Das ist die Konsequenz. Also, wenn du das nicht willst, ja, musst du dich anders entscheiden. Also das ist ja wieder ein Muss und wieder ein Zwang. Nein, überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Es ist nur ein Zwang. Wenn ich das wähle, bei meinen Freundinnen zu sein, dann muss ich die Folgen tragen. Ich muss immer die Folgen tragen, aber der erste Schritt ist immer meine Wahl. Will ich, wenn mir das egal ist, kann ich sagen, gut, ich bleib so lange sitzen, bis ich von der Schule runtergehe, tu nichts, ja, das ist meine Wahl. Von mir aus könnte sie das. Aber sie will mit ihren Freundinnen zusammen sein, verständlich. Ja, und dann muss ich natürlich die Konsequenzen tragen. Die Konsequenzen meiner Wahl. Wenn ich Kinder bekomme, muss ich auch die Konsequenzen tragen. Wenn ich nicht mehr arbeiten gehe, muss ich die Konsequenz tragen, dass ich kein Geld habe. Und so weiter. Ich habe immer die Wahl. Die Freiheit der Wahl und muss die Folgen tragen. Wenn ich zum Beispiel eben, wie Sie sagen, die Wahl habe, ich will bei meinen Freundinnen sein oder eben nicht. Also eine Wahl muss ich treffen. Aber in Verbindung mit dieser Wahl habe ich dann einen Zwang. Es ist noch schlimmer. Ja, ja, es ist noch schlimmer. Ich habe sogar den Zwang zur Entscheidung. Ich muss wählen. Ich muss permanent wählen, denn wenn ich nicht wähle, trage ich auch die Folgen des Nichtwählens. Ja, also bin ich immer irgendwo doch gepusht, sozusagen. Weil ich bereits gewählt habe. Ich habe gewählt, in diese Inkarnation zu gehen. Und das alles dann sind die Folgen meiner Wahl. Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Ja? Wenn ich wähle, nach Griechenland in Urlaub zu fliegen, dann kann ich nachher nicht im Himalaya sein, dann bin ich in Griechenland. Ja, und dann sprechen die Leute nicht Deutsch, wie ich das gerne hätte, sondern eben Griechisch. Und dann trage ich die Folgen meiner Wahl und dann kriege ich keine Bratkartoffel oder Sauerkraut mit Eisbein, sondern dann kriege ich eben was anderes. Ja? Also, ich habe die Freiheit der Wahl und muss die Folgen tragen. Noch etwas können wir erkennen. Alle ihre Probleme stammen aus der Illusion des Ichs. Das heißt, wenn Sie selbstbewusst leben, erkennen Sie, kein Problem betrifft Sie.
Sie haben damit überhaupt nichts zu tun. Betrifft nur das Ich. Also wenn Sie den Schritt tun aus der Identifikation mit dem Ich in die wahre Identität, ist das das Ende aller Ihrer Probleme. Es hat sich nichts geändert. Die Situationen sind die gleichen. Nur da ist nirgendwo mehr ein Problem. Das ist eine Situation. Und die Situation sagt, willst du mich so akzeptieren oder willst du mich ändern? Da musst du wählen, Anweisungen geben und dann ändert sich das. Und wenn nicht, dann bleibt es so. Das heißt, irgendwann im Leben eines jeden Menschen kommt ein einmaliger Augenblick. Er wird sich seiner selbst bewusst. Von einem Augenblick zum anderen weiß er plötzlich, wer er ist, wer er wirklich ist. Das Selbstbewusstsein erwacht. Die Gewissheit, statt nur zu wissen. Gewissheit ist etwas Lebendiges. Wissen ist totes Ballast. Und dieser eine Augenblick ändert das ganze Leben. Nichts ist danach noch so, wie es vorher war. Es ist der Schritt von der Kindheit zum geistigen Erwachsenwerden. Die Unschuld der Ahnungslosigkeit hatte ihre Vorteile. Ja, so wie Kindheit angenehm ist, brauche kein Geld verdienen, die Eltern machen das, kaufen mir Kleider, sorgen dafür, dass Essen da ist, ich habe ein Zimmer. Ich bin im Paradies, ich brauche mich um nichts kümmern, aber ich erkenne nicht, dass das das Paradies ist. Das weiß ich erst später, wenn ich mich um alles selber kümmern muss, dass ich damals im Paradies war. Vielleicht war dieser einmalige Augenblick bei Ihnen schon irgendwann, vielleicht geschieht er heute, aber irgendwann geschieht er auf jeden Fall. Und auf jeden Fall haben Sie heute die Chance, ganz bewusst in die Faszination des eigentlichen Lebens einzutreten. Das heißt, die volle Verantwortung zu übernehmen für alles, was geschieht. Und ganz bewusst die richtigen Ursachen zu setzen, damit das Richtige endlich geschehen kann. Das Ergebnis wäre wieder Freude ohne weiteren Grund. Nicht als Reaktion, sondern Leben in heiterer Gelassenheit. Umstände, Realität, Tatsachen ist ohne jede Bedeutung, weil ich kann es ja ändern, wenn es mir nicht gefällt. Und wenn es mir gefällt, kann ich es genießen. Also ich kann ja jederzeit austreten aus diesem Gefühl, ich müsste dort die Erwartungen erfüllen. Ich bin ja frei. Wenn ich das erkannt habe, könnte ich, sollte ich anfangen zu leben in heiterer Gelassenheit. Lebensumstände sind ohne jede Bedeutung, weil ich in jedem Augenblick neu wähle. Also ich muss nicht mich mehr irgendein Selbst verwirklichen, ich muss nicht mehr an mir arbeiten, ich muss nicht irgendwelche Ziele erreichen, ich muss nicht vorwärts kommen. Ich habe so oft gefragt, wo ist eigentlich vorwärts? Noch nie hat mir das einer verraten können, wo vorwärts ist. Ja, wann bin ich vorwärts gekommen im Leben? Wenn ich Geld habe, bin ich am Vorwärts gekommen? Nee, dann habe ich nur Geld. Ja? Es gibt nichts, was sie vorwärts bringt, weil es kein Vorwärts gibt. Wenn ich das erkenne, dann bin ich reif für die dritte und letzte Form von Freiheit. Nicht mehr Freiheit von und nicht mehr frei für, sondern einfach nur frei. Und aus dieser Freiheit heraus kann ich jederzeit alles tun, jeden beliebigen Schritt. Und meine Umstände können noch so bedrückend oder aussichtslos sein. Ich kann sie ändern, sofort, indem ich das wähle. Ich bin. Oder, was wir eben gemacht haben, im Einklang sein. Eben waren wir im Einklang mit unserem Atem. Seien Sie einmal jetzt im Einklang mit Ihrem Leben. Fangen Sie an, im Einklang zu leben. Das heißt, stimmig sein. Stimmig leben als Weg. Der einzige Maßstab ist, nicht gefällt mir das oder nicht, ist das schwer oder leicht, alles das sind mentale Spielereien des Egos. Es geht nur darum, stimmt das für mich
jetzt so oder nicht. Ein ganz faszinierender Weg ist es, was wir eben auch schon gemacht haben, mal einen Satz zu nehmen und in die Tiefe zu gehen. Was bedeutet dieser Satz, jedes Wort, in allen Konsequenzen für mich, für mein Leben? Also zum Beispiel eine CD hören, aber nicht hören mit dem Bewusstsein, ah, die ist neu, die kenne ich noch nicht. Und jetzt brauche ich sie nicht mehr hören, jetzt kenne ich sie ja, ist nicht mehr neu. Sondern sich nicht wieder eine neue kaufen und eine neue hören, das will das Ich, das will immer was Neues, damit es nicht in die Tiefe gehen braucht. Kaufen Sie sich einmal eine CD, die Ihnen gefällt, und hören Sie sie mindestens 100 Mal, besser öfter. Dann kennen Sie jedes Wort auswendig. Während die CD läuft, können Sie mitsprechen. Und Sie können sich bei jedem Satz dann bewusst machen, bei jedem Wort, was bedeutet das für mich? Und dann gehen Sie einmal in die Tiefe. Nehmen wir mal irgendeinen Satz als Beispiel. Sollen wir ein Buch aufschlagen? Welche Seite? 24. Zeile? In der 12. Zeile steht, werde ich immer weiter das Falsche machen. Ja, ich lege es ja her, dass Sie nachschauen können, dass das auch stimmt. Okay, gehen wir da mal in die Tiefe. Warum? Warum könnte das stimmen, dass ich immer weiter das Falsche mache? Naja, weil es bequem ist, ja, weil ich ja sonst was ändern müsste, weil ich dann wieder ein schlechtes Gefühl habe, meiner Verantwortung nicht gerecht zu werden, den anderen zu verletzen, zu kränken, dass ich mich die ganze Zeit verletze, das ignoriere ich einfach dabei. Also, wir haben tatsächlich die Tendenz, lieber weiter das Falsche zu machen, auch wenn wir wissen, dass es das Falsche ist, aber wir ja sonst was ändern müssen. Es gibt also das Gesetz der Trägheit, dass wir etwas so lange weitermachen, bis ein Umstand eintritt, der uns zwingt, etwas zu ändern. Vielleicht könnte das die Erkenntnis sein, die Sie hier gewinnen, die Sie zwingt, etwas zu ändern. Und jetzt einmal positiv, was könnten Sie tun, um ab jetzt bewusst zu bleiben oder, seien wir noch bescheidener, bewusster zu bleiben als bisher? Was könnte man tun? Wir müssen jetzt was ändern, sonst tun wir weiter das Falsche. Also, was könnte man tun, um ab jetzt bewusster zu leben? Psychohygiene. Psychohygiene. Positiv denken. Positiv denken. Innehalten. Das halte ich für unverzichtbar, das Innehalten. Mehrmals am Tag, so oft wie möglich, am besten jedes Mal, wenn Sie etwas Neues beginnen. Innehalten und prüfen, stimme ich. Und dann werden Sie sehr oft feststellen, eben nicht. Und dann ist die Aufforderung eben, sich wieder stimmig machen, bewusst zu sein. Fassen wir es zusammen, es ist ganz egal, was Sie tun. Es ist wichtig, dass Sie das, was Sie tun, bewusst tun. Dass Sie sich einfach bewusst machen, was Sie tun. Und eine Möglichkeit, die sehr zu Bewusstsein führt, in die Achtsamkeit, ist, irgendeinen Satz zu nehmen. Irgendeinen. Und den einmal im Herzen zu bewegen. Was sind die Möglichkeiten dieses Satzes? Was ist die Aussage? Was will das Leben mir damit sagen? Ich nehme das mal als Botschaft des Lebens. Was will das Leben mir damit sagen? Welche Konsequenz ergibt sich aus diesem Satz?
da mal immer wieder in die Tiefe zu gehen, dass wir wegkommen von der Oberfläche der Neusucht. Wir wollen immer etwas Neues, anstatt damit umzugehen. Konsequenz gehört also unverzichtbar dazu, weil ich sonst immer wieder in das Falsche zurückfalle. Aber zunächst einmal möchte ich Sie aus dieser Neusucht befreien. Und das ist interessant finden, etwas Vertrautes immer wieder zu bewegen und in die Tiefe zu gehen. Weil wir gerade ein Buch haben, nehmen wir noch mal einen Satz. Sagen Sie mal eine Seite. 22. Wie? 22. 22. Zeile? 21. 21? Muss ich lange zählen. So, alles ist wieder in Ordnung und wir fahren weiter. Bitte überprüfen. Das heißt, wir können jederzeit das Leben um eine Botschaft bitten. Wenn ich irgendwie irritiert bin, was könnte ich denn jetzt tun, um bewusster zu sein? Ja? Ja, ich sage, ja, weiß jetzt so nicht so recht, was ich tun könnte. Nehme ich mir das und Sie können die Bildzeitung nehmen oder ganz gleich was. Ja, Sie können ein Autoprospekt nehmen, es ist völlig gleich. Sie schlagen auf, sagen da und nehmen das einfach als Botschaft und Sie werden sehen, die Botschaft ist immer enthalten. Das Leben spricht ständig zu uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht dauernd nach was Neues und dann wieder, ja gut, habe ich jetzt wieder was Neues. Und gut, wir ziehen keine Konsequenz, wir gehen immer nur von Neuem zu Neuem, immer weiter und bleiben an der Oberfläche. Meine Familie macht das zum Beispiel, hat von einem Lehrer Kassetten, die sind längst über 100 Mal gelaufen, ja, die laufen jeden Tag wieder. Und bei allem, wenn wir morgens unser Obst schnippeln und reinigen, das dauert so eine Stunde, anderthalb, bis alles gepresst ist, dann kann man das gut hören beim Autofahren. Das heißt also, man kennt schon jedes Wort. Neu ist gar nichts mehr daran. Und jedes Mal kommen neue Konsequenzen, neue Möglichkeiten. Und dann passiert immer wieder etwas ganz Sonderbares. Dann ist plötzlich eine Aussage auf der CD, die war vorher noch nie drauf. Ich habe es ja schon ganz oft gehört und kenne ja alles, aber den Satz kenne ich jetzt gar nicht. Ja? Wenn Sie nicht genau wüssten, würden Sie sagen, den hat einer eingefügt erst gestern. Aber Sie wissen, dass das nicht möglich ist. Und dann ist man so verblüfft, habe ich das tatsächlich die ganze Zeit überhört. Und so lernen wir langsam mal wegzugehen von dem Neuen, von der Oberfläche und in die Tiefe des Seins. Und damit immer bewusster. Und das ist Wahrnehmen als Weg. Bei allem, was Sie sehen, dahinter schauen. Was ist denn die Wirklichkeit hinter dem Schein? Was ist die Ursache hinter der Wirkung? Was will das Leben mir damit gerade sagen? Zum Beispiel irgendein Problem nehmen, und dieses Problem nicht mehr als Problem sehen, sondern als Aufgabe. Worin besteht die Aufgabe dieses Problems? Da muss ich wahrnehmen. Dann muss ich beobachten. Da muss ich bewusst damit umgehen. Nehmen wir mal irgendein Problem. Wenn ich gerade traurig bin, kann ich mir bewusst machen, warum? Also wenn ich gerade traurig bin, kann ich mir bewusst machen, warum bin ich traurig? Das ist eine Möglichkeit. Ich kann auch ganz bewusst aufhören, traurig zu sein. Was interessiert mich das, woher das eben kam? Was dazu geführt hat? Das will der Verstand wissen. Das Traurigsein macht mich nur aufmerksam. Ich nutze gerade nicht die Chance des Lebens und erinnere mich wieder an meine Situation. Ich bin ein Schöpfer. Ich lebe. Alles ist möglich. Da war eben Traurigkeit. Die kann ich jetzt ändern. Wie hätte ich es denn gerne? Nämlich Freude oder Glück oder Erfüllung oder Faszination
oder alles, ja, das heißt, ich kann alles wählen. Und dann erkenne ich das Problem, Traurigkeit, als Aufgabe, und die Gabe darin ist die Chance, und die Chance, zur Freude zu kommen, indem ich mir die Wirklichkeit hinter dem Schein bewusst mache, meine wahre Situation wieder zu mir selbst erwache, also selbstbewusst bin. Und indem ich selbstbewusst bin, hat Traurigkeit keine Chance. Ja? Da bin ich in der Faszination, dass alles ist möglich. Und genauso schaue ich dann zum Beispiel auf die Botschaft des Körpers. Ganz bewusst. Was will mir mein Körper in diesem Augenblick sagen? Welche Botschaften bekomme ich von ihm? Oder natürlich auch die Sprache der Lebensumstände. Was ist gerade in meinem Leben los? Alles ist Botschaft. Das Leben spricht ständig zu mir. Das heißt, zum bewussten Sein gehört, dem Leben zuzuhören. Was sagt das Leben in diesem Augenblick zu mir? Also, wenn Sie das gesagt haben, was sagt es zu mir? Es macht mich aufmerksam, du lebst nicht dein Leben, du verleugnest dein Sein, du hast nicht den Mut, du ordnest dich unter und hast nicht den Mut, dein Leben zu leben. Den Mut habe ich schon gefunden inzwischen, nur derjenige hat es noch nicht akzeptiert. Falsch. Der braucht das nicht akzeptieren. Was haben Sie damit zu tun? Ja, das ist doch sein. Versuchen Sie nicht, sein Problem zu lösen. Wenn Sie den Mut haben, machen Sie so. Und das war's. Ja? Sie müssen nicht einen Anlauf nehmen und jetzt eine Klärung herbeiführen und die Dinge. Es ist gar nicht zu ändern. Loslassen ist ganz einfach. Festhalten kostet Kraft. Loslassen kostet keine Kraft. Lassen Sie einfach los. Weg ist er. Und ob der jetzt akzeptiert oder nicht oder irgendwann oder nie, das ist seine Lektion. Damit haben Sie nichts zu tun. Das ist nämlich schon wieder auch ein Teil des fehlenden Mutes. Ja, aber dann mache ich mir doch im Stillen noch Vorwürfe, wenn der das nicht akzeptiert. Dann habe ich immer noch ein schlechtes Gefühl. Ja, also der entlässt mich nicht aus, ich entlasse mich nicht aus diesem schlechten Gefühl, bis der akzeptiert, dass es nicht mehr so ist. Ja, wenn ich diesen Mechanismus erkenne, kann ich mich ja aus diesem Gefühl entlassen, ganz gleich, was er macht. Weil der andere Gott hat das Recht, das nicht einzusehen, was ich tue. Das ist wieder seine Erfahrung. In dem Wort Aufgabe kann ich herausnehmen, ich muss etwas aufgeben. Sehr schön. In dem Wort aufgeben, die Weisheit der Sprache ist da ganz toll, muss ich etwas geben. Zum Beispiel mir die Freiheit, meinen Weg zu gehen, mein Leben zu leben und den anderen sein Leben leben zu lassen. Und das ist wunderschön und ein faszinierender Weg zum bewussten Sein, dem Leben zuzuhören. Sprechen als Weg zum Bewusstsein. Wir reden ja den ganzen Tag, aber da mich sich einmal bewusst zu machen, als wer spreche ich, wenn ich spreche. Vielleicht prüfen Sie einmal bei den nächsten 10 Gesprächen, die Sie führen, oder und selbst wenn Sie nur Grüß Gott sagen, prüfen Sie einmal, als wer spreche ich gerade? Wer spricht da? Und machen Sie sich dann bewusst, zu wem spreche ich denn? Zu einem Seminarteilnehmer? Zu einer hübschen Frau? Zu einem Mensch, einer Persönlichkeit? Einem Gott? Wen spreche ich an? Machen wir uns bewusst, es antwortet immer der, den ich anspreche. Sie haben es also in der Hand, mit wem Sie ab jetzt sprechen, indem Sie ganz bewusst den ansprechen. Der nächste Schritt im Bewusstsein wäre, alles Unwesentliche in seinem Leben loszulassen. Und nur noch sich mit Wesentlichem zu befassen. Was ist jetzt wesentlich und was ist unwesentlich? Das sagt die Weisheit der Sprache. Unwesentlich ist alles, was meinem Wesen nicht entspricht.
Und wesentlich ist alles, was meinem So-Sein entspricht. Also schauen wir mal hin. Was könnten wir denn als unwesentlich in unserem Leben erkennen und loslassen? Die Meinung der anderen. Die Meinung der anderen. Wieso nur die der anderen? Lassen Sie Ihre gleich mit los. Ja? Ich interessiere mich nicht für Meinungen, für meine schon gar nicht. Ich habe wahrscheinlich gar keine. Als ich bin, können Sie mit Meinung nichts anfangen. Sie kriegen gar keine her. Weil, wenn Sie zu Bewusstsein gekommen sind, nehmen Sie wahr. Wozu brauchen Sie eine Meinung? Eine Meinung kann falsch sein. Eine Meinung braucht immer einen Standpunkt, eine bestimmte Ansicht. Und der andere hat einen anderen Standpunkt und daher eine andere Ansicht. Und dann rasseln die aneinander, die beiden Meinungen. Und jeder verteidigt seine Meinung, weil jeder hat ja die richtige. Und wer nicht meiner Meinung ist, der kann bloß nicht logisch denken. Und dann gibt es natürlich keine Lösung. Und im Ich Bin stellen Sie fest, probieren Sie es doch aus. Erinnern Sie sich einmal an Ich Bin und versuchen Sie mal eine Meinung zu haben. Egal worüber, es geht nicht mehr, da ist keiner. Da ist keiner da, der meinen könnte. Sie nehmen einfach wahr, was ist. Und andere haben eine Meinung. Okay. Und die ist Ihrer Meinung nach falsch. Dann ist das eine Botschaft, dass Sie gerade geurteilt haben. Es gibt keine falsche Meinung. Der hat die Meinung und der die und der die. Und alles ist Meinung. Alles ist Teil der Illusion. Und alles sagt mir, wenn es dich stört, dass der die Meinung hat, dann ist jemand da, den das stören könnte und dann bist du wieder ganz schön drin im Ich. Und wenn Sie als Ich versuchen, die Meinung der anderen loszulassen, dann sind Sie aber ein Leben lang beschäftigt. Es ist also leichter, Sie kommen zu Bewusstsein und dann nehmen Sie die Meinung zur Kenntnis. Ja, völlig in Ordnung. Der ist der Meinung, der ist der Meinung und der ist anderer Meinung. Alles ist richtig. Es geht ein bisschen so wie der Rabbi Nasruddin, als er wegen seiner Weisheit zum Richter berufen wurde und er hatte seinen ersten Fall und dann kam der Kläger und hat dann also die Situation geschildert und da sagte der neue Richter Nasruddin, da haben Sie absolut recht. Aber wir wollen auch den Beschuldigten hören, was haben Sie zu sagen? Und dann schilderte der Beschuldigte die Situation, sagte, da haben Sie absolut recht. Moment, sagte der Kläger, eben haben Sie gesagt, ich habe recht, jetzt sagen Sie, der hat recht, wir können doch nicht beide recht haben. Jetzt haben Sie wieder recht, sagt er. Ja. Und wenn Sie im Ich-Bin-Bewusstsein sind, stellt sich die Frage überhaupt nicht mehr nach Recht oder Unrecht. Es ist irrelevant. Ja. Recht bezieht sich immer nur auf einen bestimmten Standpunkt, auf einen jemand und auf einen Zeitpunkt. Und die können entgegengesetzt sein und jeder hat Recht. Ja. Nur, wenn Sie zu Bewusstsein gekommen sind, was interessiert Sie das? Recht oder Unrecht, Meinung, Standpunkt, Argument, alles Begriffe, die Sie plötzlich nicht mehr brauchen können. Spüren Sie einmal, ob Sie bereit sind für dieses Leben, als ich bin. Denn die Wirklichkeit ist, Sie sind bereits vollkommen. Sie sind bereits am Ziel. Wir haben nur diese Wirklichkeit vergessen und sehnen uns danach, etwas zu werden. Aber wie kann ich etwas werden, das ich bin? Das heißt, wir sollten uns einmal bewusst machen, dass wir nichts verwirklichen brauchen, was bereits ist. Ich bin ist. Es gibt nichts zu tun. Es gilt nur aufzuhören, das zu vergessen. Und wieder in die Illusion zu gehen, es nicht zu sein. Machen wir das gerade nochmal praktisch. Wenn ich ein Ich bin, ein Jemand,
wenn ich in der Illusion des Ichs lebe, dann habe ich Probleme. Und diese Probleme sind nicht zu lösen, weil das Ich ist das Problem. Und erst wenn ich das gelöst habe, sind die Probleme gelöst, sonst kann ich nur etwas tun, dann taucht ein neues Problem auf. Das heißt also, der entscheidende Schritt ist das heutige Thema, der Schritt vom Ich zum Ich Bin. Und dieser Schritt findet nur in der Erinnerung statt. Es ist also nicht irgendetwas zu tun. Es ist nichts, was ich tun könnte. Ich brauche mich nur erinnern, dass ich, als das ich bisher gelebt habe, ist eine Illusion. Das hat es nie gegeben. Eine Vorstellung, eine mentale Spielerei. Und ich bin, war die ganze Zeit da. Das muss ich mir nicht erarbeiten, ermeditieren, erbitten, erkämpfen. Das braucht keine Zeit. Ich brauche mich nur daran erinnern, dass es die ganze Zeit war. Und dieses Ich Bin, was ist, ist die Wirklichkeit. Und das Ich, das ist Realität. Das ist ein Unterschied wie ein Traum. Dieses Leben ist wie ein Traum. Realität ist wie ein Traum. In einem Traum sind die Umstände sehr real. Das bewegt mich, ich kann weinen, hoffen, wünschen, kann was tun, es kann mir gelingen, ich kann Erfolg haben oder versagen. Und wenn ich aufwache, ist alles vorbei. Es ist völlig egal, ob ich gewonnen habe oder verloren habe. Es war nur ein Traum. Und genauso ist Realität nur ein Traum, den wir träumen, ein dreidimensionaler Traum. Und wenn ich aufwache, zu Bewusstsein komme, ist der Film zu Ende. Oder ich bleibe drin und schaue ihn mir bewusst zu Ende an, als ich bin. Und da könnten wir eben einen bewussten Schritt tun. Wenn ich nämlich diesen Schritt tue von der Identifikation zur Identität, ist das der Schritt von möglicher Krankheit zur Gesundheit. Machen wir uns das doch gerade einmal bewusst. Solange Sie sich mit Ihrem Körper identifizieren, ist es sehr schwierig, sich vorzustellen, ich bin vollkommen gesund. Weil es tut da irgendwo weh, ich spüre ja was, dass es nicht so ist. Ich empfinde das als mich selbst belügen oder ignorieren. Ich habe da Schmerzen oder habe Symptome, also ich kann ja nicht sagen, ich bin gesund. Aber das wird ganz einfach, sobald ich erkenne, das betrifft nur meinen Körper. Und der hat einen Schmerz, der hat ein Symptom, der hat Rheuma. Ich aber bin Bewusstsein, Bewusstsein hat das alles nicht. Und im gleichen Augenblick, wo ich aus dieser Identifikation mit dem Körper herausgehe und mich wieder an meine wahre Identität als Bewusstsein erinnere, bin ich nicht mehr krank. Hat der Körper immer noch das Symptom? Spüre ich immer noch den Schmerz? Aber jetzt kann ich in dem Bewusstsein bleiben, ich bin gesund. Und dann erkenne ich, mein Körper spiegelt mein Bewusstsein wider. Bin ich ein Gesunder, nämlich Bewusstsein, muss der Körper im gleichen Augenblick anfangen, das wiederzuspiegeln. Und jede neue Zelle, und in jeder Sekunde kommen etwa 10.000 neue Zellen dazu, ist in dem Bewusstsein, ich bin gesund. Das heißt, im gleichen Augenblick, wo ich den Schritt tue von der Identifikation mit meinem Körper zu meiner wahren Identität, ich bin, beginnt der Körper zu heilen. Das liegt in Ihrer Hand. Sie können diesen Schritt jederzeit heilen. Tun. Und indem Sie in diesem Ich-Bin-Bewusstsein bleiben, können Sie Heilung ständig geschehen lassen. Denn das Heilsein des Ich-Bin ist wie Licht, das Sie in Dunkelheit bringen. Wo Licht ist, verschwindet Dunkelheit. Das heißt, alles Unheile in Ihrem Körper muss sich in diesem Heilsein auflösen.
Die Medizin kennt sehr häufig Wunder. Wir haben bestimmte Krankheiten, die nennt die Medizin unheilbar. Das heißt nur, dass sie nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Medizin nicht heilbar sind. Und obwohl das nicht geschehen dürfte, macht die Natur das trotzdem immer wieder mal, dass es trotzdem heilt. Obwohl es ja eigentlich unheilbar war. Und dann hat man auch dafür einen lateinischen Spitznamen gefunden. Man nennt das Spontanremission. Ja? Der Volksmund nennt es Wunder, aber es ist überhaupt kein Wunder. Sondern aus irgendeinem Grund, nehmen wir mal an, jemand geht nach Lourdes, glaubt, das Bewusstsein ist erfüllt mit Heilsein und der Körper fängt an, das wiederzuspiegeln. Und dann geschieht das Wunder, er ist geheilt. Die Medizin nennt es Spontanremission, sagt, im Prinzip ist das nicht heilbar, aber manchmal geschehen eben solche Dinge. Aber wir wissen, wie sie geschehen. Und das Schöne ist, Sie als Schöpfer können sie geschehen machen. Und dann kann es sein, dass Sie an irgendeine Scheintugend stoßen. Die häufigste ist, verstehen zu wollen. Ja? Jetzt passiert so ein Wunder. Das heißt, die Uniklinik hat festgestellt, das ist nicht heilbar. Da kann man nichts machen, das verläuft immer tödlich. Und sie sterben einfach nicht. Und die Symptome verschwinden auch noch und es tut auch nicht mehr weh. Ja, jetzt kann es Ihnen passieren, dass Sie ganz glücklich sind darüber, aber Ihr Verstand sagt, ja, wie ist das denn gegangen? Ich meine, das kann ich mir jetzt nicht erklären. Versuchen Sie nicht, alles zu verstehen. Denn damit bleiben Sie im Verstand. Und damit bleiben Sie im Ich. Und damit sitzen Sie in der Falle. Dann ist Ich bin nicht möglich. Wenn Sie aber einen Verstand haben, und der sagt wieder mal, verstehe ich nicht. Und Sie sagen, brauchst du auch nicht. Lass es einfach. Ja. Weil wir können nicht die Grenzenlosigkeit der Schöpfung durch das Nadelöhr unseres Verstandes zwingen. Das passt da nicht durch. Da fällt vieles weg. Das heißt, wir können nicht wirklich verstehen. Begreifen. Wir wollen immer begreifen. Ja? Wozu? Kaum hat der Verstand irgendwas verstanden, sagt er, ja, aber, da habe ich noch eine Frage. Das verstehe ich auch nicht. Und dann erklären Sie ihm das, dann sagt er, ah, interessant, ja gut, und er gibt sich auch mit Scheinantworten zufrieden. Ja? Denkt da zum Beispiel an den Witz, ein Tourist hier in Lanersbach, einer aus Deutschland, der das hier so die Sprache nicht so richtig versteht, fragt dann einen Einheimischen, sagt, Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie dieser Berg da drüben heißt? Und der guckt hoch, sagt, was für einer? Ah, sagt er, danke sehr. Und wie heißt der da? Ja, der Verstand ist zufrieden, hat irgendein Wort gehört, jetzt Sache erledigt. So. Aber Sie sind keinen Schritt weiter, wenn Sie was verstanden haben. Ihr Verstand ist nur einen Moment zufrieden und dann fällt ihm eine neue Frage ein. Und deswegen könnten wir aufhören, verstehen zu wollen. Wir lassen es einfach los. Entweder er versteht, okay, oder er versteht nicht, ohne jede Bedeutung. Als Ich Bin ist das ohne jede Bedeutung.